Recht herzlich willkommen zur 111. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir sind hier mit Krasimir unterwegs, der hier in Krakau momentan weilt. Und ich glaube, wir haben den letztes Mal schon abgefrühstückt, ne? Und haben den nicht weggeschickt, kann das sein? 300 Brot, teuer. Ja, das haben wir eingekauft, das passt wohl schon. So, dann würde ich sagen, reisen wir weiter und wir müssten jetzt mal so in diese Richtung. Und der Michael Friedrich hat ja geschrieben, dass wir mal nachschauen sollten, wie unsere anderen Händler denn so unterwegs sind. Oder vielleicht sollten wir mal gucken, wie unsere Chancen hier stehen, die Waren wieder einzusammeln, die von wilden Tieren hier vom Wagen gerissen sind, ne? Sind ja doch ein paar, ne? Und Ala wird nicht mehr belagert, oder wie sehe ich das? Ist jetzt braun? Nee, die Truppen sind abgezogen, alles klar. Sofia wird aber von uns noch belagert, oder wie? Sieht so aus. Ja, von 3 Einheiten, Wahnsinn. Ja, das ist jetzt der freie Händler, Krasimir. Ist der schon oben angekommen? Gute Frage, ne? Was machen wir zuerst? Keine Ahnung. Das ist Krasimir, den haben wir noch nicht losgeschickt. Den wollten wir... Ne, den haben wir schon losgeschickt, der ist schon da, genau. Gut, dann gucken wir da schnell rein. Gleich teuer, hier geht was weg. Alles sogar. Hier ist 900, da kann man was verdienen. 250 können wir noch zukaufen. Hier können wir was verkaufen. Okay, sogar alles. Hier geht auch was zu, auch alles zu verkaufen. Da lohnt nicht. Und Holz wird hier auch noch verkauft. Wow, hat sich richtig gelohnt. Okay. Das war nix. Das geht gleich hoch. Dann möchte ich das auch nicht kaufen. Rot ist günstig. Kriegen wir 8 Stück mit. Salz ist auch günstig mit 120. 22 dazu. Der Honig ist nicht günstig. Das hatten wir schon austangiert. Das ist teuer, das ist teuer, das ist teuer. Gut, dann war es das hier erstmal. Schicken wir unsere Leute nach da, Krainer und Nova. Und hier sind die ganzen Viecher, die hier rumlaufen. Da müssten wir mal gucken, dass wir den einen oder anderen, der ein oder andere Militäreinheit da mal haben. Okay, da sind es 24.000. Hier geht was, ne, oder? Ist die Frage, ob eine Einheit das schaffen würde, ne? Ich glaube nicht. Ah, jetzt sind wir hier verkehrt. Schon unterwegs. Nee, schon unterwegs wollte ich nicht. Bleib du mal da, schön. Stadt verloren. Okay. Zweite Stadt verloren. Das ist schlecht, ne? Müssen wir mal gucken, was die dann machen. Athen ist ja neutral, dann wäre Mystax der nächste Ort, wo sie vielleicht hingehen, oder aber, ja, die kämpfen hier, ne, oder? Ne, doch nicht. Doch, Leons Truppen waren das gerade. Eine einzelne Einheit, ne, okay, das war unsere einzelne Einheit, die da kaputt gegangen ist, alles klar. Oder? Ja doch, wir sind das ja, Leon. Ja, schade, ne, dass Sofia wird jetzt belagert weiter. Haben wir keine Chance. Gut, dann würde ich sagen, das ist jetzt hier Krasimir, ne? Wickeln wir den da gerade noch ab. Okay, das geht sofort hoch, oder? Ja, dann lassen wir das. Hier können wir verkaufen. Das lohnt, glaube ich, nicht wirklich. Da können wir noch zukaufen. Aber nee, das geht hoch. Der Fischwerbelich geht aber auch sofort hoch. Hier können wir verkaufen. Die Hemden. Hier können wir zukaufen. Das wäre alles was für Verkauf. Das ist zukaufen. 14 Einheiten. Das lohnt nicht. Und die sind dann billig, ne? Nehmen wir 20 Einheiten mit.
Getreide wäre hier interessant gewesen. Gut. Dann in die Exquisit. Stadt. Ja. Jetzt haben wir wieder keine Truppen mehr, ne? Na, da sind wieder die Händler angegriffen worden. Das ist auch nicht gut. Oh, eine Einheit haben sie da. Das können wir verkaufen. Das auch, aber nur 12 Einheiten. Hier gehen die Hemden weg. Neune. Achte davon. Die Töpferwaren sind hier top billig. Selbst das kannst du noch kaufen, ne? Mit 144. Ja, komm, machen wir auch. 80 dazu. Das können wir verkaufen. 9 Einheiten. Hier geht auch was. 35. Und den Wein können wir ja auch kaufen. Der ist günstig. Ne, 110 hat man. 35. Hier geht was zu verkaufen. 12. So, läuft. Okay. Dann gehen wir da hin. Ich würde jetzt sagen, wir machen mal hier unten in Izmir noch 2 Einheiten von den Pferden. Ja. Die wir dann da oben mal vorbeischicken, wo die Waren sind. Ja, jetzt hat er sein Reich da vergrößert und wir sind total losermäßig unterwegs. Und da wird schon die nächste Stadt angegriffen, ne? Aber 3 Tonnen sind wohl 50 Kilometer von Krakau ist jetzt nicht. Pancervo wird belagert. Okay. Ja, jetzt wird es langsam ernst, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir an finanzielle Mittel kommen, um das hier irgendwie abzuwenden. Handelsroute Bogumil-Juric wurde unterbrochen. Ja, genau. Da ist ein Händler. Und der war das, der da handelt. Okay. Ja, das ist dann nicht mehr die Handelsroute, ne? Routeneinstellungen. Dann müssen wir das auswählen und da Minus machen, oder? Start aus, nee, auslassen nicht. Können wir gleich statt löschen machen. Das können wir da auch machen. Und da auch machen. Krajnova, Krajnova. Dann machen wir Krajnova nochmal weg. Krajnova. Czernowitz. Und. Dann ist das erstmal gut, oder was? Dann müssen wir hier die Route planen machen. Eine Stadt hinzufügen. So, Stadt hinzufügen wäre jetzt da. Und geht das auch? Ja, das geht auch. Dann würde ich diese Tour fahren wollen. Ja, machen wir so. Route bestätigen. Dann geht's. Kaum organisieren? Nee. Moment, steht mir. Ja, er ist unterwegs, alles klar. Gut, dann müssten wir weitere Händler schauen. Da ist jetzt der Kasimir. Hier ist noch ein anderer. Okay, dann machen wir das doch so, dass wir gucken, dass wir da die Route noch ändern. Geht da noch Ankara bei? Ja, aber der muss verschoben werden. Dann würde ich sagen, da nicht. So sieht's doch gut aus, oder? Machen wir mal so. Und da kommt keiner hin, weil kein Weg dahin ist. Das war Kasimir. Hier sind jetzt Einheiten, beide fertig. Und die nehmen wir mal auf und gehen erstmal hier hin. Da sind die Bären, ne?
Und haben wir dann eine Chance? Ne, sind Luchse, sind keine Bären. Haben wir auch eine Chance. Oh, jetzt ist da noch eine Einheit. Ist da nur eine gewesen, oder was? Ah, Moralverlust, alles klar. Dann hat sich das auch erübrigt, ne? Die Bären haben gleich gewonnen. Na toll. Wo ist die Kohle geblieben? Super. 10 Luchse. Und wenn die gleich geschlagen sind, dann gehen die auch wieder zurück. Gehen wir von aus. Okay. Okay, das ist die Route, die wir eben schon angepackt hatten. Ja, das war dann wieder nix. Da ist ein Warenhaufen, den wir aber nicht wegholen können. Weil wir hier keine motivierten Truppen haben, ne? Hopp, hopp. Doch, geht. Ja, jetzt die Frage, wie lange das... Ach, das sind jetzt nur noch die 3 Luchse. Die andere Einheit von uns ist kaputt gewesen. Toll, ne? Die hat richtig gut geklappt. Alle aufsitzen! Hallo, nimm mal den Warenhaufen da weg. Im Galopp! Und das ist eure Bezahlung, Leute. Wenn ihr die nehmt, dann freut ihr euch auch auf Moralverlust. Das Geld, was wir gerade da geholt haben, ist auch schon wieder weg. Läuft, oder? Ja, das war's dann wieder, ne? Jetzt haben wir gerade 11.000. Hier ist keiner mehr. Kriegen wir die Truppen da jetzt raus? Hopp, hopp. Ja, geht. Mindestens bis dahin. Ja. So, das ist unser Mann, den wir brauchen. Nee, geht sofort hoch. Fleisch haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Das lohnt nicht. Da können wir noch was mitnehmen. Das müssten wir verkaufen. Das da oben lohnt nicht wirklich. Die können weg. Hier lohnt es auch. Da lohnt auch nicht wirklich. Da kommen bis 203 Stück, können wir wegmachen. Hier geht was, sogar alles. Das lohnt nicht, aber hier geht was. Alles weg, super. Hier oben beim Holz geht auch was, sogar alles. So zukaufen ist nicht, ne? Haben wir schon sozusagen gesehen, ne? Den Honig haben wir, glaube ich, mitgenommen, ne? Ja. Das war's dann. Nichts Dolles gewesen, ne? Schon unterwegs. Gucken wir da rein. Und die gehen mal nach dahin. Und das verlieren wir gleich auch noch hier. 1200 Leute hat er da. Das sieht nicht gut aus für uns. Ala verloren. Sofia verloren. Ja, was wollen wir da mehr? Der sitzt da fest. Die Route geht auch nicht mehr. Nee, Route kopieren brauche ich nicht. Können wir wegmachen. Und da kommt er sowieso nicht mehr durch. Puh, geht das? Tatsächlich. Aber, da haben wir schon eine Verbindung eigentlich hin. Das würde bedeuten, er soll mal lieber so rumhandeln. Da haben wir auch. Dann geh wieder da zurück. Gut, passt. Lass uns so laufen. Hier oben haben wir, glaube ich, gar keinen Händler. Krasimir ist da. Der macht das Viereck und der, okay, der macht die Strecke dann. Dann braucht er aber auch gar nicht diesen hier machen. Den können wir, ach, das geht jetzt gerade nicht. Das mal da weg. Boah, das ist ja wieder super, oder? Nee. Diesen weg. Krieg ich das weg? Oh, das ist doch nie wahr, oder?
So, jetzt passt's. Aber jetzt ist falsch. Na, Odessa. So. Lassen laufen. Oder auf Rückweg hätte er da auch. Naja, jetzt ist egal. Die Strecke geht auch schon nicht mehr. Die weg. Dann mach das. So. Also, jetzt hat er diesen als Startpunkt. Möchte aber gerne den nicht haben. Oh, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Wie kriegen wir das jetzt hin, dass er da startet und nach da geht? Ah, jetzt haben wir's. Läuft. Na super, den. Der ist auch okay soweit. Der reißt jetzt gar nicht mehr, oder was? Das ist schlecht. Doch, der reißt auch. Zack. Ist der jetzt unterwegs oder nicht? Im Galopp! Ist die Frage, ob wir die Bären jetzt hier besiegen oder nicht, ne? Okay, das sind auch zwei Einheiten. Und da kommt die dritte. Da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass wir das verlieren, oder? Da purzeln nur noch unsere Leute. Toll. Aufgesessen. Ich glaube, die hauen aber auch nicht mehr ab, wa? Na toll. Ja, das war's dann. Die Einheiten sind auch kaputt. Ja, gut, dann können wir hier unten wieder welche ausrüsten, ne? Wenn wir es dann noch können, ist ja die nächste Frage, ob das überhaupt klappt. Nö, wir haben keine Leute, keine Mittel. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.